Sehr geehrte Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte bereits eingetroffene Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation in Europa hinsichtlich der Seenotrettung ist derzeit folgende. Die Sea-Watch 3 darf nicht in Richtung libysche Küste fahren, da Sicherheitsbedenken bestehen, falls für aus Seenot gerettete Gäste an Bord nicht unmittelbar ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Die Mare Jonio wurde von italienischen Behörden beschlagnahmt, nachdem sie Flüchtlinge aufgenommen hat. Der Besatzung wird Menschenhandel vorgeworfen. Die El Niblo 1 bringt ca. 100 geflüchtete Menschen nach Malta. Die Tagesschau berichtet von Kapern. Obwohl nach internationalem Seerecht Geflüchtete Anrecht auf einen sicheren Hafen haben und selbst die Bundesregierung sieht das für Libyen nicht als gegeben. Was im Mittelmeer passiert, ist unterlassene Hilfeleistung. Es ist Mord und mit den Menschen sinken auch alle Worte mit den Werten, mit denen Europa sich gerne nach außen schmückt. Europa droht dabei unterzugehen. Seit Mittwoch letzter Woche hat die Agentur die aktuell 64 Menschen an Bord, die aus ihren Heimatländern geflohen sind. Sie als Betreiber des Schiffes und Zeitlinien bringen auch Möglichkeiten zur Aufnahme der Flüchtlinge lange gegeben. Die Agentur ist ein deutsches Schiff und fährt unter deutscher Flagge. Sie wird von einem Verein betrieben mit Mitgliedern, die zum Retten von Menschen leben, 4 Wochen ihres Jahresurlaubs nehmen und die Flüge zum Einsatzort selbst bezahlen. Wir sollten alles dafür tun, damit diese Menschen nicht kriminalisiert werden und wochenlang warten müssen, bis sie anlegen dürfen. Wir sollten alles dafür tun, damit das Sterben im Mittelmeer beendet wird. Die Hessen zwischen den Seebrücken haben heute anlässlich eines Besuchs des Bürgermeisters von Palermo in Hessen, der sich für das Anlegen am Hafen ausgesprochen hat, gefordert. Wir fordern als Seebrücken Hessens ein sofortiges Handeln der hessischen Landesregierung. Mehrere hessische Städte haben bereits ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklärt. So hat die Stadtverordnetenversammlung in Marburg bereits 2016 die Aufnahme von 200 Geflüchteten im Rahmen des Relocation-Programms beschlossen und mehrfach ihre Bereitschaft signalisiert. Der Oberbürgermeister dort hat im Dezember erneut in einem Schreiben an den Innenminister bekräftigt, als die Sea-Watch 3 mit 33 Geretteten an Bord wochenlang in keinen Hafen einlaufen durfte. Solange ein Teil unseres Wohlstands an Armut und Unterdrückung in anderen Ländern hängt, solange ist das Schicksal von Menschen in Not auch unsere Verantwortung, lautet sein Appell. Zitat Ende. Solch ein deutliches Signal brauchen wir auch aus Kassel. Seit Monaten gibt es ein Hin und Her. Es ist gut und richtig, dass sich die Stadtverordneten einig sind, dass die Bundesregierung ihre Politik ändern muss und dies in der Revolution im Oktober bekräftigt hat. Über 40 Städte haben ihre Bereitschaft für eine zusätzliche Aufnahme signalisiert, aber das reicht noch nicht. Nun ist Kassel an der Reihe, deutlich zu sagen, dass auch wir durch die Aufnahme ein sicherer Hafen werden wollen. Nicht mehr fordern wir in unserem Antrag, aber auch nicht weniger. Denn es geht nicht nur darum, dass es auf dem Papier steht und wir uns auf die Schultern klopfen können. Es geht nicht nur darum, dass später einmal in Geschichtsbüchern nachzulesen ist, wie sich diese Stadt verhalten hat, ob sie Ausflüchte gesucht hat oder aktiv gehandelt hat. Und aktiv werden im Sinne des Antrags heißt, immer wieder und öffentlich zu kommunizieren, jedes Mal, wenn ein Schiff wartet oder nicht auslaufen darf, dass wir bereit sind, diese Menschen aufzunehmen. Und gerade ganz konkret die 64 von der Agentur. SPD und Grüne wollen unserem Antrag nicht zustimmen. Stattdessen wurde ein eigener Antrag angefertigt, in dem es heißt, dass Kassel bereits ein sicherer Hafen ist und bleibt und die Verantwortung weiter nach Hessen delegiert wird. Wir sehen es als Erfolg, dass nach der Revolution im Oktober nur noch mal nachgelegt wurde. Die Aufforderung nach Hessen haben wir deshalb auch gerne übernommen. Bei dem Antrag von Rot-Grün können wir uns dennoch nur enthalten, denn es ändert sich wenig, wenn wir sagen, dass bei uns bereits alles gut ist. Um es allein Hessen zu überlassen, täuscht darüber hinweg, mit welchem Politikstil wir es bei der hessischen Landesregierung zu tun haben. Eine Landesregierung, die sich gegen die Einrichtung eines NSU-Untersuchungsausschusses gestellt hat. Eine Landesregierung, deren Innenminister Beuth jedes fünfte Härtefallersuchung bei Abschiebungen ablehnt. Selbst der bayerische Hardliner Joachim Herrmann nimmt in 98% der Fälle das Ersuchen an. Wir fordern ein deutliches Zeichen. Und natürlich begrüßen wir auch jedes weitere Handeln, sei es ein Spendenfest oder ähnliches, wenn es wirklich der Sache dient. Es geht hier heute nicht um eine rein formale Frage, es geht um eine moralische Frage und deswegen sollte der Fraktionszwang aufgehoben werden. Es geht um die Frage, ob wir hier in Kassel alles Mögliche tun, damit das Sterben beendet wird oder ob wir Gefühle von sich weisen. Weisen und sagen, wir sind nicht zuständig.
Deswegen hoffen wir, dass Sie unserem Antrag zustimmen und gerade in der Situation jetzt bei der Alarmfolie ein deutliches Zeichen heute direkt aus dieser Stadt kommen.